Ja, hallo meine Lieben. Wenn ihr gerade, oder wenn ihr vielleicht noch das andere Video geguckt habt, zum Patch 7.1.0-RC14, da habe ich ja gesagt, ich werde gucken, dass ich noch ein Video heute Abend mache. Das eine Video lädt gerade hoch. Ich dachte mir dann, na komm, machst du noch schnell ein Orion-Video. Habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Ich zeige mal ein bisschen so, wie mein Account aufgebaut ist, gehe, mache ein kleines Experiment, habe ich mir noch überlegt. Und ja, werdet ihr jetzt mal gleich sehen. Also, Orion-Account, ich bin jetzt inzwischen bei 357.885.905 Punkten, damit auf Platz 20. Wobei, wir machen erst das kleine Experiment. Wir gehen da gleich kurz drauf ein. Ich wollte nur mal kurz wegen der Versorgung hier gucken. Also, ich hatte ja im anderen Video erklärt, die Versorgung durch die, also der Bonus durch die Crawler ist abhängig von der Stufe der Mine. Jetzt will ich mal gucken, ob das wirklich stimmt. Denn dann bräuchte ich, was habe ich hier? 976. Hier habe ich jetzt genug Energie. 976, das sind 465. Ich mal 465 und das dauert 7 Minuten. Ja, die 7 Minuten sollten wir doch irgendwie rumbekommen. So, und im Zweifelsfall, wenn es nicht klappt, dann klicke ich einfach durch. Päh. So, also gucken wir mal, wo bin ich auf dem Platz? Also, da bin ich auf Platz 20, mehr oder minder stabil. 2 Millionen Punkte nach unten, 5 Millionen Punkte grob nach oben. Das ist in diesen Punktekategorien nicht viel, also 2 Millionen, muss ich jetzt mal auch so sagen. Also ich habe Minen, die kosten mehr als 2 Milliarden Ressourcen. Also da kann es jederzeit eigentlich sein, dass man überholt wird oder nicht. Oder selber überholt. Gibt alles Mögliche. Ich bin sehr, sehr stolz auf Marv. Der hat richtig, richtig Gas gegeben. Hat jetzt die 400.000 Punkte geknackt, ist Platz 14. Richtig cool. Hat wirklich viel wieder in das Spiel reingesteckt, investiert. Bin ich sehr, sehr happy. So, Erzbeengel, sie hat jetzt fast 1 Milliarde Punkte. Auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal bei Ökonomie. So, da habe ich jetzt die. Ah, verdammt, da werde ich jetzt gleich überholt. Verdammt, da war ich jetzt Platz 11. Ah. Okay, das ist wohl was fertig geworden. Egal. Da werde ich es auch wieder in die Top 10 irgendwann reinschaffen. Ist natürlich jetzt blöd, dass ich genau jetzt überholt wurde. Mann, egal. Ja, auch richtig krass, was Erzberger und Kobel, was die für Minen haben. Also unfassbar hoch sind die. Unfassbar hoch. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Das ist echt unglaublich. So, bei Forschung bin ich auf Platz 31. Ja, gut, ich war ja nie so der Forschungsfanatiker, deswegen liege ich da ein bisschen weiter hinten. Ich könnte mir da eigentlich auch mal wieder was mehr gönnen. Vielleicht Plasmatechnik oder irgendwie sowas. Muss ich mal gucken. Pater natürlich hier unangefochten mit seinen, ich glaube, was war das? Astro 29, wenn ich mich gerade nicht irre. Da hat er ja, boah, so massiv Punkte durchgemacht. Ja, Militär bin ich ganz weit hinten, Platz 347. Naja, das Einzige, was ich an Flotte habe, sind die paar Transporter, die meine Ressourcen safen und meine Def. So, dadurch, dass ich halt auch den 25% mehr Laderaum habe durch den Kollektor und hier dann auch nochmal meinen Bonus durch habe. Ja, da kommt dann eigentlich schon ganz gut was zusammen. Wir können ja mal nachgucken, wie viel ich jetzt in einen großen Transporter schaffe. Grundwert ist ja 25.000. Ich schaffe jetzt etwas über das Doppelte. 52.500. Da kann man schon ganz gut was unterbringen. Ja, dann gucken wir doch mal meine Allianz noch an. Genau. Jetzt hätte ich beinahe die Allianz vergessen, die gute. Ich bin ein schlechter Mensch. So, bei der Allianz sieht soweit ganz gut aus. Wir sind da auch auf einem ja recht stabilen zweiten Platz mit 22 Membern. Und in der Ökonomie ebenfalls Platz 2. Ne? Bei der Forschung, da hängen wir ein bisschen hinterher. Klar, da sind wir
Dafür liegt bei uns der Fokus mehr auf Ökonomie. Beim Militär wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Ja, genau, da liegen wir weit hinten. Wenn ich dann schon sehe, dass da teilweise 4 Spieler uns weit abhängen. Aber ja, ich bin sehr zufrieden auch mit der Allianz. Bin allgemein mit dem Account sehr zufrieden. Wir können ja mal angucken, wie meine Minen inzwischen aussehen. So, ich habe einen Minenschnitt von 44 zu fast 37 zu fast 41. Wollte ich jetzt noch anpassen. Ich war eigentlich auch schon dabei. Ich habe jetzt noch eine Mine abgebrochen, damit ich genug Fusionskraftwerke bauen kann. Ich wollte jetzt nämlich nicht die ganzen Crawler einfach so hinstellen, neben Solarsatelliten auf 15er Position. Ich meine, mir bringen manchmal Solarsatelliten nur, ich weiß nicht, 2, 3 Energie. Da, oder was ist das Niedrigste? Ich glaube, bei meinem Niedrigsten bringt es mir. Na, können wir mal ganz kurz gucken. Da bringt mir ein Solarsatellit. Ja, 2 Energie. Also, das dann auszugleichen, ist schon ein bisschen schwierig. Dann bräuchte ich 25 Solarsatelliten für einen Crawler. Ob sich das rechnet? Entschuldigung, muss noch mal kurz was trinken. So, wie ihr seht, Fusionskraftwerke werden jetzt alle auf 22 hochgepusht. Ich habe noch 2, die noch nicht so weit sind. Da sind dann auch mir mal die Ressourcen ausgegangen. Das werde ich dann morgen nachholen. Dann bin ich erstmal zufrieden mit meinen Fusionskraftwerken. Meine Energietechnik liegt bei 21. Da können wir auch mal kurz hier bei der Forschung gucken. Meine Energietechnik bei 21. Fusionskraftwerke dann auf 22. Finde ich, ist ein ganz guter Schnitt. Damit kann ich dann auch meine Minen versorgen. Ein kleiner Tipp. Wenn ihr wirklich trotz der Crawler jetzt mal zu viel Energie durch Fusionskraftwerke haben solltet, habt ihr die Möglichkeit, die ja etwas runterzudrosseln. Das heißt, sie verbrauchen dann auch weniger Deuterium. Und ja, ihr habt dann im Endeffekt mehr davon. Also bei Solarsatelliten kann man ja immer sehr, sehr schön einstellen, wie viel man an Energie braucht. Das kann man ja wirklich mal eine Punktlandung so ungefähr machen. Bei Fusionskraftwerken als Tipp, dreht die Versorgung einfach ein bisschen runter, wenn ihr sie nicht komplett ausgelastet braucht. Ja, ansonsten hat sich hier bei meiner Forschung nicht viel getan. Ich werde wahrscheinlich nochmal eine Plasmatechnikstufe machen. Und ja, durch den Kollektor jetzt, ich hatte erst überlegt, noch die Hyperraumtechnik weiterzumachen. Ich hatte ja eigentlich mir mal als Ziel gesetzt Stufe 20, einfach nur, weil ich es ja, schöner finde zum Rechnen. hat sich jetzt erledigt. Durch den Kollektor so viel, also so viel Laderaum, das rechnet sich dann einfach nicht mehr für mich. Die Triebwerke, ja, sind so, brauche ich auch nicht höher. Ja, ich bin immer noch so am Überlegen, die Verbrennungskraftwerke auf Stufe 20 zu bringen, einfach nur, weil es dann gerade ist. Genauso habe ich überlegt, die Waffentechnik nochmal oder die Schildtechnik ein bisschen hochzubringen, aber momentan einfach nicht. Also Plasmatechnik wird jetzt vielleicht nochmal einmal hochgebracht, nachdem die Minen gepusht wurden. Ja. Die Erträge sind ganz ordentlich. Also wenn wir jetzt einfach mal hier so gucken, ich mache mit allen meinen Metallminen, jetzt mit den Boni natürlich auch, mache ich knapp 13 Millionen Metall die Stunde. Natürlich, wie gesagt, alle zusammen. Also jetzt nicht jeder einzelne Planet produziert so viel, das wäre ein bisschen sehr krass. Am Tag sind das 311 Millionen und in der Woche sind es 2 Milliarden 178 Millionen 794.856, 56, Entschuldigung, habe ich gerade verguckt. Ist schon mal ganz ordentlich Metall. Kristall bin ich also ganz grob bei 3,5 Millionen pro Stunde. Das sind 83,277 Millionen Kristall am Tag. Und ja, so sagen wir mal 583 Millionen Kristalle in der Woche. Bei Deuterium ist es dann noch mal ein bisschen mehr, klar, durch die 15er Planeten, das macht dann natürlich auch einen gewaltigen Unterschied. Da bin ich bei 4,75 Millionen Deuterium am Tag, in der Stunde. Am Tag sind es 114 Millionen, in der Woche sind es fast 800 Millionen Deuterium. Also das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, grob 8, wo sind wir denn bei 800? 1, 3, 1, 81. Da sind wir bei 3 Milliarden 345
50 Millionen Ressourcen in der Woche. Ganz grob jetzt. Also ich habe es jetzt nicht im Detail, jetzt nicht auf die jede Nachkommastelle sozusagen ausgerechnet, aber ich bin ungefähr bei 3,35 Milliarden Ressourcen in der Woche. Das, ja, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Summe. Dann nimmt mir auch endlich mal wieder mein Punktezuwachs zu, wenn ich mir mal irgendwann mal abgewöhne, meine Flotte die ganze Zeit zu verlieren. Es sind halt immer, ne, ich muss einfach sagen, es ist bei mir die Unachtsamkeit. Es ist, was heißt die Unachtsamkeit? Es kommt in der, eigentlich bisher meistens Real Life kam dazu. Man ist irgendwie, ein Meeting dauert länger, man ist gerade im Stop and Go und kann nicht ans Handy gehen oder. Es sind halt, naja. Aber was soll's? Das ist der Vorteil wieder als Miner. Man hat nicht so viel Flotte. Was ich dann verliere, ist jetzt gerade auch durch die Produktionssteigerung jetzt auch nicht mehr so nennenswert. Was nicht heißt, dass ich das beibehalten möchte. Aber ja, ich komme voran, habe jetzt natürlich auch eine lange Zeit, habe ich den Account nur so laufen lassen. Habe einfach von meiner Minenproduktion gelebt. Dementsprechend wenig Punktezuwachs habe ich leider in der Zeit jetzt auch gehabt. Ja, muss ich sagen, ist ein bisschen schade, aber egal. Ich habe ja dann mit den anderen Accounts habe ich mich jetzt mit den anderen Servern habe ich mich noch ein bisschen beschäftigt. So, jetzt gucken wir mal. Ich meine, Iron müsste fertig sein. Dann gucken wir jetzt mal auf die Produktionssteigerung. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, mir wird jetzt. Genau. Okay, ja gut, das es passt. Es passt an die falsche Rechnung, aber okay. Wenn euch interessiert, was ich mit der falschen Rechnung meine, schaut euch das Video zum Patch an. Da gehe ich nämlich dann darauf ein, wieso diese Zahl hier nicht stimmt und warum ich verwirrt bin. Aber gut, sei's drum. Egal, es passt von der Energie her. Ich könnte im Zweifelsfall sogar noch ein paar Spiosonden abreißen, damit ich nicht zu verlockend wirke. Wobei ich glaube, wegen 4000 würde jetzt nicht unbedingt jemand kommen, also ob sich das lohnt. Sehe ich jetzt nicht so. Also ich habe jetzt auch nicht Lust, meine Dev großartig auszubauen. Wir schauen mal. Ich werde mal sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Ich kann ja einmal ganz kurz zusammenrechnen, was jetzt noch für ein Punktezuwachs kommt bis morgen. Dann kann ich euch das auch mal kurz sagen. Also, ich habe jetzt mal gerade meinen schlauen Taschenrechner auf dem Handy rausgeholt. Dann überfliege ich einmal ganz kurz die Zahlen. Also, ich bekomme pro Fusionskraftwerk ungefähr 595.000 Punkte. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal 11. Ach, verdammte Axt, ich rechne gerade mit dem falschen Wert, sehe ich gerade. Ich muss ja auf 22 rechnen. Ich habe mich schon gerade gewundert, so viele Punkte werde ich doch jetzt nicht machen. 26,5 plus 82,6 plus 41,3. Ihr seht schon, ich rechne ganz grob. Was hatte ich gesagt? 11, ne? Sind. Ich bin. Boah, ich bin gerade. Ich merke gerade, ich hätte das Video vielleicht noch mehr vorbereiten sollen und nicht jetzt einfach so spontan machen sollen. Da hätte ich dann wenigstens jetzt nicht mich vertan mit der Rechnung. So, ich werde jetzt bis morgen früh mache ich 3,6 Millionen Punkte. Dann bin ich bei, ja, da bin ich doch safe bei knapp 361 Millionen Punkten. Dann werde ich jetzt auch ganz dekadent so assi sein und mein Video so benennen. 341 Millionen Punkte, 361 Millionen Punkte, mein Gott, jetzt schrotte ich mir noch Punkte. Ach, meine Lieben, also ich sag's euch. Ja, wie gesagt, also sonst ist, ich kann auch nochmal so durchklicken, dass nicht wirklich viel, was sich geändert hat, ne? Durch den Umzug, also vorm Umzug habe ich alle meine Terraformer auf 10 gebracht, damit ich genug Platz habe im Zweifelsfall. Ja, mein Forschungslabor ist halt durch das Netzwerk auf 15 insgesamt auf Stufe. Keine Ahnung, schlag mich tot. Das ist mit Stufe 9. Da wurde doch mal irgendwie die Gesamtstufe.
Ich vergesse mal, wo man das sich anzeigen lassen kann. Irgendwo konnte man, glaube ich, die Gesamtstufe sehen, aber ist auch egal. Ja, meine Forschung, der Marktplatz, wo, ach, da kommt langsam ja mal ein bisschen was drauf. Die Anlagen, meine Flotte so spektakulär wie eh und je. Einfach nur das, was ich zum Safen brauche. Und ja, so viel zu meinem Orion-Account, der jetzt morgen nochmal einen kleinen Push bekommt. Oder sagen wir in den nächsten Stunden einen kleinen Push bekommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schenkt mir ein Abo oder empfiehlt mich weiter. Und ja, wenn ihr Fragen zu meinem Orion-Account habt, wie ich mich aufbaue, was ich da mache, könnt ihr immer gerne gucken. Ich habe auch schon in dem Video mal ganz kurz gezeigt, fällt mir gerade ganz knapp vom Ende noch ein, was die Expedition angeht. Ihr könnt ja gerne mal gucken. Ich war meiner Meinung nach sehr erfolglos, was die Expedition angeht. Ich gehe jetzt einmal noch kurz drüber, damit ihr dann auch nochmal in Ruhe gucken könnt. Dann seht ihr auch in den anderen Videos mal den Vergleich, was ich da so erbeutet habe. Meiner Meinung nach, da gehe ich auch in dem Patch-Video drauf ein, oder bin ich in dem Patch-Video drauf eingegangen, dass da meiner Meinung nach was in der Rechnung nicht stimmt. Aber wir werden sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Ionitas.